wir dieselben Leute sind. Also teilweise sicher. Darum sage ich gar nicht mehr viel zu unserer Firma. Und beginne mit Tiny OBS. Ist ein Projekt, das es schon seit einigen Jahren gibt, aber wahrscheinlich oder nicht so bekannt ist. Und darum habe ich gedacht, ich muss jetzt das ein bisschen bekannter machen und machen einen Vortrag, weil wir nutzen das eigentlich schon länger und sind sehr zufrieden damit. Es ist ein WFS-T-Server, um es kurz zu machen. Das heißt Web Feature Service, aber transactional. Das heißt, ich kann WFS lesen und ich kann WFS schreiben. Ist natürlich Open Source Software, sehr OGC orientiert, macht diese Unit-Tests und ist eine CGI, Fast CGI-Applikation, das heißt in C geschrieben. Also ich kann sie auch als Apache Fast CGI installieren. Wieso gibt es diese Tiny OBS? Eigentlich so der Ursprung war, man arbeitet mit Map-Server und will dann nicht unbedingt noch den Geo-Server nur für den WFST installieren. Das ist dann irgendwie, beißt sich, also muss dann Tomcat aufsetzen und so weiter. Das heißt, man sucht eigentlich einen passenderen WFST-Server. Ja, und eben hohe Performance ist wichtig. Was ich hier jetzt nicht geschrieben habe, ganz wichtiges Feature, Tiny OBS ist spezialisiert auf PostGIS. Das heißt, hat keine anderen Backends im Moment als auf PostGIS, aber das dafür sehr gut. Aber in der Praxis, wenn man Open Source GIS macht, also wir machen ja praktisch immer PostGIS, also passt normalerweise sehr gut. Das heißt, es fällt vom Stack her so ein Layer weg. Also ich habe halt wirklich quasi einfache Geschichte, PostGIS, Tiny OBS als Modul und dann mein WFS-Client. Und die anderen sind halt schnell komplizierter. Eben, sie unterstützen dann mehr Datenquellen und haben vielleicht noch mehr Feature. Aber es gibt häufig halt einfach Fälle, wo ich das alles nicht brauche. Ich brauche wirklich einen ganz normalen WFST. So das Ökosystem, wie das etwa aussieht, wie es häufig genutzt wird. Ich habe eben hier Tiny OBS, PostGIS als Datenbank. Dann habe ich daneben einen WMS-Server, eben meistens jetzt oder bevorzugt in dem Moment den UMNWeb-Server, aber eben das kann auch Cookie-Server sein oder irgendein WMS-Server. Und auf der Client-Seite irgendein WFS-Client, auf dem Desktop zum Beispiel Cookies-Desktop oder eben alle Open-Layers-basierten Web-Clients, die einerseits WMS unterstützen oder eben Open-Layers, das auch WFS unterstützt. Das heißt, ich kann Vektor-Operationen machen direkt per WFS. Also ich kann WFS-Geometrien darstellen mit Vektor-Rendering auf Client-Seite und ich kann auch Vektoren editieren mit Open-Layers-Funktionen, die dann per WFS auf den Server geschrieben werden. Durch diese enge Bindung von Tiny OBS an PostGIS haben die, wenn ihnen eine Funktion gefehlt hat, haben sie nicht in C nachgebaut, sondern sie haben sie in PostGIS eingebaut. Und das heißt, von den Tiny OBS Autoren stammt das STS-GeoJSON, das SGML haben sie gemacht oder erweitert und STGeoFromGML haben sie erweitert in verschiedenen PostGIS-Versionen. Heißt auch, dass man halt PostGIS 1.5 benötigt, mindestens, um Tiny OBS zu nutzen. Aber das ist eigentlich eine normale Version, die meistens eingesetzt wird. Jetzt Map-Server-Integration, das ist wahrscheinlich auch nicht bekannt. Vor einigen Monaten wurde beschlossen, dass Tiny OBS, das bisher ein selbstständiges Projekt war, in das Map-Server-Projekt integriert wird. Das heißt hauptsächlich eigentlich, der Code wird integriert, also es geht in selbe Code-Repository rein. Und die ganze Infrastruktur, also Mailingliste, Webseite, S-Find, Track und so weiter. Der Name wird angepasst, heißt es halt MapServer Tiny OBS. Und auch organisatorisch wird es wirklich in MapServer integriert. In der Software selbst ändert sich nicht viel, also es bleibt weiterhin eine Standalone-Applikation, die ich einfach als Apache Fast CGI lade. Und der Olivier Gürtin, das habe ich vergessen zu erwähnen, das ist eigentlich der Hauptentwickler vom Tiny OBS, also ursprünglich war das
war noch eine Frau dabei bei Camp to Camp, die das entwickelt hat. Und jetzt ist der Olivier Gurtin ist der Hauptentwickler, oder Gurtin, und er bleibt auch Projektleiter. Ja, und eben neu ist eigentlich einfach, dass es so quasi Map-Server sieht, jetzt halt TinyOS wieder zugehört. Wie sieht es aus im Gebrauch von TinyOS? Es gibt sehr viele Anwendungen, weil eben das TinyOS gibt es seit Jahren. Und das ist also eine große Beispielanwendung in Rumänien, wo wirklich eben bis zu 3400 gleichzeitige User Parzellen digitalisieren über WFST. Und das eigentlich ohne größere Probleme. Dann möchte ich darauf hinweisen, wer TinyOS mal ausprobieren will, der kann die OSGeoLive einschieben, die sie gekriegt haben. Und da ist einerseits läuft ein TinyOS Server, ist schon vorinstalliert und hat auch Tutorials und so drin. Und man kann dann zum Beispiel mit Cookies als Client eine WFS-Quelle einbinden und beginnen da zu editieren via WFS. Also man kann das selbst gerade live austesten. Zur Performance. Es wurden sehr viele Benchmarks gemacht mit TinyOS. Das war eigentlich ein wichtiges Ziel, dass es sehr performant ist. Ein Benchmark war so ein synthetischer mit Get-Feature-Requests, verschiedenen Webbox-Koordinaten oder auch direkt auf Feature-IDs. Und da sieht man jetzt so einen Vergleich. Die Farben sieht man schlecht. Ja. Also wurde jetzt hier mit GeoServer verglichen. Und das ist jetzt die Requestzeit in Sekunden für die 5000 WFS-Requests. Also ich möchte jetzt hier nicht im Detail quasi, das ist einfach ein Benchmark, aber man sieht, ist sicher nicht langsamer als GeoServer, sag's mal so. Es gibt offenbar schon einen Anwendungsfall, wo TinyOS leicht langsamer ist. Hier mit dem GeoJSON ist es bedeutend schneller. Und mit GML3 ist es langsamer. Wer das genau anschauen will, ich meine, das sind immer ein bisschen künstliche Benchmarks. Hier gibt es komplette Instruktionen, wie man das nachbauen kann und nachprüfen kann. Und gibt noch einiges mehr an Resultaten. Hier der Vergleich zwischen CGI und Fast-CGI. Der Unterschied ist ja, dass ein CGI-Modul wird bei jedem Request neu geladen. Und Fast-CGI bleibt im Speicher erhalten. Das heißt, man kann zum Beispiel die Postgres-Connection offen lassen. Oder was jetzt hier speziell gemacht wird, die Layer-Struktur wird im Speicher gehalten über die Requests. Und das gibt dann halt so praktisch einen Faktor 2 Geschwindigkeitsgewinn. Das heißt, das ist schon etwas, das man eigentlich dann machen muss in der Produktivumgebung. So geplant oder wo man sich noch mehr erhofft an Performance-Gewinn ist, wenn man es als Native Apache-Modul implementiert, wo dann auch der Fast-CGI in der Prozesskommunikation wegfällt. Dann ist jetzt neu, dass eine weitere Performance-Steigerung oder Optimierung durch das Caching des XSD-Schemas. Man sollte einen XML-WFS-Request gegen ein Schema prüfen, ob der wirklich ein gültiger WFS-Request ist. Und hier ist jetzt neu drin im TinyOS, dass diese Erzeugung des XSD-Schemas oder der interne Aufbau nur einmal gemacht wird im Fast-CGI und dann behalten wird. Und das hat noch einen viel größeren Faktor produziert. Also jetzt, wenn man prüft mit Schemas, hat das Faktor 40 gebracht im Vergleich zum
jedes Mal erzeugen vom Schema. Also all diese XML-Operationen, die dann halt, oder die Schema-Operationen, die halt sehr teuer sind. Ja, das gibt dann eine markante Verbesserung. Also vorher waren es 28 Requests pro Sekunde mit Schema-Prüfung und jetzt eben 40 mal schneller, 800 Requests. Im Vergleich GeoServer, der hier mit 125 Requests pro Sekunde gemessen wurde. Was jetzt der Autor sagt, ist eigentlich aus den ganzen Performance-Optimierungen, dass die CPU eigentlich das Bottleneck ist des WFS-Servers. Nicht unbedingt offensichtlich. Einerseits, und man eigentlich eines gewinnen könnte, wenn man die WFS-Verarbeitung, so die XML-Verarbeitung, und die GZIP-Kompression aufteilen könnte auf mehrere CPUs oder mehrere Rechner. Also das ist so eine mögliche Optimierung in Zukunft. Und Ihre Beobachtung ist, dass Postgres eigentlich gar nicht so stark ausgelastet ist und das durchaus auch mehrere WFS-Instanzen bedienen könnte. Aber wie gesagt, so der nächste Schritt, den der Hauptentwickler sieht, ist eigentlich eine Apache-Modul-Implementation. Für WFS gibt es eine relativ umfangreiche Testsuite vom OGC. WFS ist ein OGC-Standard und eigentlich wurde dieses TinyOS um diese Testsuite gebaut. Das heißt, das ist wirklich integraler Teil von TinyOS, dass diese Testsuite absolviert wird, was nicht ganz einfach ist. Aber jetzt unterdessen schaffen sie es jetzt wirklich ganz. Also 398 Tests für WFS 1.0 Transaction und 549 Tests für WFS 1.1 Transactions. Plus auch wird gerade dieselben Tests werden verwendet, um Memory Leaks zu suchen oder eben, dass hier keine Memory Leaks vorhanden sind. Und das ist jetzt eigentlich erst mit 1.0 kamen wirklich alle Tests durch jetzt. Das 1.0, habe ich noch nicht erwähnt, ist auch relativ leise publiziert worden vor wenigen Wochen, ich glaube vor 2-3 Wochen, eigentlich mit der Integration im UMN Map Server Code wurde die Version auch auf 1.0 gesetzt mit diesen letzten Erweiterungen, die ich noch erwähnt habe. Vor war es lange 0.9 und so, aber eigentlich sehr stabil. Neue Features, die jetzt noch kamen bei 1.0, natürlich im Zuge der Map-File-Integration, also Map-Server-Integration. Bisher ging die Konfiguration von TinyOS über ein XML-File. Da in dem XML-File konfiguriere ich, die Datenquelle ist so und so, Postgres-Connection-String. Und dann sage ich noch, ich will die und die Spalten sehen und die kann ich editieren. Kann auch einige auch noch Benutzereinschränkungen machen. Und neu gibt es jetzt zusätzlich auch die Konfiguration direkt über das UMN-Map-File. Das heißt, wenn im UMN-Layer, UMN-Map-Server-Layer, können solche TinyOS-Metadata-Einträge gemacht werden, die dann vom TinyOS-WFS-Server ausgewertet werden. Das heißt, ich kann die direkt im normalen Layer integrieren, die Connection wird dann hier ausgelesen und eben die zusätzlichen Informationen kommen jetzt mit neuen Metadaten noch dazu. Also das ist sicher sehr praktisch, wenn ich TinyOS mit UMN Map Server verwende, dann kann ich die ganze Konfiguration gerade im Map-File integrieren. Nicht mit allen Sachen, die das Map-File anbietet, eben zum Beispiel der Filter, das ist vielleicht die größte Einschränkung der jetzt nicht berücksichtigt wird im WFS-Server. Dann gab es noch weitere Verbesserungen in letzter Zeit. Das GeoJSON-Output-Format ist seit 0.9 drin. Dann wurden noch einige Security-Bugs gefunden, die jetzt behoben sind. Das nächste ist auch noch sehr wichtig, dass auch Postgres-Views unterstützt werden. Encoding wurde verbessert, also da gab es vorher noch ein bisschen Probleme, wenn man verschiedene Encodings verwendet hat.
Das Log-Handling wurde verbessert. Dann kam der Geografietyp von PostGIS kam dazu. Und die Capabilities-Performance wurde stark verbessert. Eben, es ist kein Ein-Mann-Projekt mehr. Zwar schon noch ein starker Entwickler, das ist der Olivier Courtin, wie gesagt. Aber jetzt gerade für 1.0 gab es diverse Inputs von verschiedenen Leuten. Ja, halt vom Code bis zum Packaging. Und es ist auch Ziel eigentlich, wirklich jetzt auch mit dieser Map-Server-Integration die Community zu erweitern, dass mehr Inputs kommen, dass Entwickler dazukommen und Input liefern. Es gibt noch einige Wünsche oder Ideen, was man machen könnte. Es gibt noch weitere Tests, nicht nur diese OGC-Tests, die sinnvoll wären. Dann wäre auch interessant, wenn man nicht nur GML, XML ausliefert, sondern zum Beispiel Shapefiles, halt Binärformate, KML-Files, GORSS. Ich meine, das macht ein Stück weit, macht das Map-Server schon, würde das unterstützen. Aber das würde allenfalls auch Sinn machen, im WFS-Server zu integrieren. Schon mehrfach erwähnt, Apache-Modul-Implementation, OGC-Application-Schema, REST-Implementation wäre nett. Und dann, das stammt jetzt nicht von mir, ein Cookies-Konfigurations-Parser wäre auch interessant. Also wenn ich es jetzt mit Cookie-Server verwende, dass ich nicht eine separate Konfiguration brauche, sondern dass ich TinyOS die WFS-Konfiguration aus dem Cookies-Projektfile selbst holt. Und meine, es wurde immer ein bisschen diskutiert, könnte man TinyOS gerade in den Cookies-Server oder in Cookies integrieren? Und wo halt eigentlich der hauptsächliche Bremse ist, dass diese Konzentration auf PostGIS und Cookies will halt wirklich eigentlich hat eine Abstraktionsschicht, die viel mehr Datenprovider unterstützt. Und es ist eigentlich ein bisschen ein Konzeptbruch, wenn dann ein WFS integriert ist, der nur PostGIS unterstützt. Darum sieht es im Moment aus, dass es eigentlich nicht eine enge Integration gibt, dass der Code wirklich integriert wird. Ich meine, man wird ihn weiterhin zusammen mit Cookie Server verwenden als WFST. Aber wie im vorigen Vortrag gesagt, ist jetzt schon eine Konkurrenz da für den WFS-Server. Das heißt, dass Cookie Server einen eigenen WFS drin hat, weil an sich ist schon so viel vorhanden in Cookies, dass der WFS-Server nicht mehr so eine große Sache ist. In der Wishlist sind aber natürlich auch andere Datenquellen drin. Oracle Spatial wird halt von Kunden gewünscht. Spatial Lite ist ein sehr interessantes Format. Aber eben ist nicht so einfach, weil wirklich der TinyOS sehr eng an PostGIS gebunden ist. WFS 2.0, Inspire, gäbe es noch Arbeit. Und SOST wäre vielleicht auch interessant. Ja, hier so die Zusammenfassung. Seit eins, also eben TinyOS ist schon lange gut, aber jetzt ist es wirklich sehr gut und kann wirklich empfohlen werden für Leute, die in der C-Welt Projekte einsetzen. Und das Ziel ist jetzt, dass die Community noch vergrößert wird und nicht mehr eigentlich so an eine Firma gebunden ist, wie es jetzt war. Und darum auch mein Vortrag, um es bekannter zu machen und ein bisschen Werbung zu machen. Die Dokumentation ist jetzt seit wenigen Wochen oder fast Tagen unter mapserver.org, dank TinyOS. Die alte Webseite ist noch online, aber da ist nicht mehr viel drin, also es wird auch auf die neue verwiesen. Dann habe ich schon hingewiesen auf der Live-DVD, die Sie erhalten haben. Ist ein TinyOS drauf? Gibt es eine Overview und ein Tutorial, das man durchspielen kann? Und ja, viel vom Vortrag wurde gestohlen direkt von Olivier Courtin, aber mit seiner Erlaubnis, weil er ist ja sehr interessiert, dass wir
das Teil bekannt machen. Gut, jetzt war ich vielleicht zu schnell, aber das war's von Tiny OS. Danke.